Huh, ist das regnerisch geworden. Okay, wie komme ich zum Turm hoch? Da. Hey, was bist du? Sieht vielversprechend aus. Hier lang. Könntest du vielleicht mal mithelfen? Danke. Kannst du nicht, okay. Oh oh, hänge ich im Turm? Ich hänge im Turm. Oh Gott. Gott. Wie ich es hasse. Okay. Nichts wie weg hier. Diese Bretter sind so dünn und brüchig. Möge die Schätze, diese Rampen benutzt man besser rutschend. Lebenspunkte erhöhen sich. Weil du so groß und fett bist vielleicht. Okay. Da hoch. Oh, schon gut. Wir sind fast ausgerutscht. Du vielleicht, ich nicht. Balanciere drüber wie eine junge Ballerina dann. Ja, ist kein Problem für das kleine Viech. Bloß weil du so fett und schwerfällig bist. Sklavenhändler machen mich krank. Ich gehe meines Blutes die Haut vom Leib ziehen. Das schwöre ich. Dumm, lieber wenn da mithelfen. Schau mal, ich kann dem nichts ausrichten. Ich fühle mich riesig. Ja, ich glaube, ich hab's geschafft. Okay. Wir sind fast raus. Die kommen immer näher. Nein, nein, ist doch gut. Also quasi die Sklavenhändler der Nation. Richtig so. Okay, da geht's also nicht. Oder? Na, vielleicht, wer weiß, kommen wir noch da. Hier? Nee. Nein, wo bin ich denn jetzt hingefallen? Fast geschafft, ich spüre es. Ja. Da sind die Krieger und weitere Wachen. Komm, Kommandeur, ich halte euch auf. Sollte notiert werden. Ach, da kommen schon wieder welche. Spannung! Spannung! Ich bin außer Gefecht! Bin ich überhaupt nicht, du Lüchner? Rückkopplungsschleife gestartet! So, haben wir es jetzt noch nicht getötet? Da sind noch ein paar. Lebenspunkte erhöhen sich! Ich fühle mich riesig! Bam, bam! Jetzt befreit den Gefangenen. Yay! Und hier? Yay! Gerüchte erkennt. Abteigelehrte. Löwengattistin. Findet und befreit Heinhüder Hübel. Ich glaube, Heinhüder Heibel ist da oben. Dann geh mal halt hin.
Ja, jetzt sind wir falsch. Mensch. Da ist er. Seht ihr ihn? Ich fühle mich riesig. Mein Platz. Machen Platz. Bam. Vitalität wiederhergestellt. Okay. Das ist jetzt der Hainhüter irgendwas. Hainhüter Heivel, wir kommen, um euch hier rauszuholen. Gibt es noch andere Gefangene, die wir finden sollten? Ich glaube nicht. Da war eine Lagos, aber die entkam allein. Eine seltsame und schreckliche Kreatur. Anscheinend ließ sie sich gefangen nehmen, weil sie den Sklavenmeister als würdige Beute sah. Dann befreite sie sich selbst und setzte ihm nach. Noch etwas. Ein Kreid sprach dauernd von einer magischen Kugel, mit der sich Saitans Verderbnis fernhalten. Ich sah hier keine einzige untote Kreatur. Am Ende gibt es diese Kugel wirklich. Das mag sein. In diesen Gewässern gibt es kein Verderbnis, obwohl die Orianer hier zugange sind. Dieser Kugel sollten wir nachspüren. Doch zuerst sollten wir versuchen, euch und die anderen in Sicherheit zu bringen. Okay, sprecht euch mit einem, wie ihr vorgehen wollt. Gut. Ja, dem Orden der Gerüchte entgeht nichts. Okay. Ein Beinkleidchen. Ja, das ist doch schon ein wenig besser, ne? Als mein 50er Beinkleid. Was nehme ich denn? Entschlossenheit, Zähigkeit, Heilkraft. Präzision, kritischer Schaden, Präzision, Zustandsschaden. Ich glaube, ich nehme mal das. Das lief ziemlich gut. Ja, das würde ich aber auch behaupten. Ausrüsten. Und wie sieht's aus? Anders. Es sieht anders aus. Ein bisschen. Ein klein bisschen. Okay. muss ich wohin? Nach... Was? Ach so, da geht's dann ins nächste Gebiet. Jetzt wollen wir aber erst einmal... Wollen wir das hier abschließen, das Gebiet? Was ist das für ein Gebiet? 50 bis 60... Das nächste wäre 60 bis 70. Das wäre natürlich interessanter, ne? Muss man schon mal sagen. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall mal da hinüberschwimmen. Weltkarte 64 von 202. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt halt einmal da runter. Das macht ja sonst alles keinen. Wir machen weiter mit der persönlichen Story. Außerdem will ich in ein Levelgebiet, in dem ich auch tatsächlich leveln kann. Das wäre ja traumhaft. Wäre das ja. Er schaut auferstandene Leichname an. Haben wir hier welche? Was macht man die ganze Zeit? Wenn zwei sich streiten.
Hahaha, nicht identifizierte Farbe. Stahlglanzfarbe. Oh, das klingt doch mal interessant. Edelstahl. Mhm. Oh ja, das klingt wirklich mal interessant. Und schaut das doch mal interessant aus. Okay. Also in der Theorie, in der Praxis. Naja. Gut, auch schön. Auferstandene, was? Töten, Auferstandene töten, klar. Auferstandene, da machen wir mal mit, gerade. Rückkopplungsschleife gestartet. Hier unverwundbar. Nicht mit mir. Okay. Wenn ich töte, das bringt schon mal Punkte. Vielleicht auch, wenn ich den hier wiederbelebe. Das war der letzte von. Halt, das war. Was ist los? Wo rennst denn du jetzt plötzlich hin? Da war nicht wahr. Ah. Okay, wieder ran. Verstanden. Okay. Verfehlt, 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 du musst doch mal treffen. Okay. Gut. Naja. Wie dem auch sei, jetzt gehen wir mal dann über zu dem. Oh Gott, bin ich klein. Zu dem Aussichtspunkt. Aussichtspunkt zu der Sehenswürdigkeit. Und dann weiter zum Wegpunkt. Kann ich da drüber hüpfen irgendwo? Natürlich nicht, bin ich zu klein. Dass ihr zurück seid und wohl auch. Gut, dass ihr hier alles unter Kontrolle habt. Keine Probleme? Nichts, was nicht zu regeln war. Rückzug! Okay, da liegt was Totes. Da helfe ich mal kurz. Ich stehe in eurer Schuld. In der Tat. In der Tat. Das ist doch so eine Leiche. Was? Untersuchen? Nee. Einfach nur verbrannt. Okay. Geht's darüber? Das Gebiet decke ich noch schnell auf. Bin ich jetzt aufgedeckt. Und da ist auch noch eine Leiche. Verbrennen. Gut, da, du kannst mir noch mal kurz sagen, was hier alles gegeben hätte. Diese Gewässer wimmeln vor Kreid, die wild entschlossen sind, die Region unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Quaggan und Hylek in der Umgebung des Sees brauchen dringend euren Schutz. Eilt euch, bevor sie alle ausgelöscht werden. Och, die müssen jetzt noch ein wenig warten. Vielleicht so 3 Wochen oder so. Dann komme ich noch mal zurück. Jetzt müssen wir mal nach da. Oh, hallo? Malstromgipfel. Okay. Der Malstromgipfel.
Sachen. Der Malstrom wird seinem Namen gerecht. Der Pakt ist permanent damit beschäftigt, Angriffe von Auferstandenen und skrupellose Machenschaften des Albtraumhofs zu unterbinden. Jeder Tag ist ein Abenteuer. Die hiesigen Skrit haben ebenfalls Probleme mit den Untoten und dem Albtraumhof. Helfen wir ihnen, erhöht das sicher ihre Bereitschaft, uns zu helfen. Okay. Und wo muss ich hin? Bis nach da. Puh, das ist weit. Was haben wir denn hier zu tun? Vernichtet Hinterhalte. Fäule Mäule. Und Türme mit. Und das. Waffenfahrtcheck. Ich fühle mich riesig. Wieso hat denn das volles Leben plötzlich? Und schon wieder. Jetzt ist kaputt. Hat aber nichts gebracht. Das ist ja blöd. Schnell! Naja, dann. Hier ist er, da ist er. Nee. Da, auferstanden Hand. Was ist das? Hey! Bringt auch nichts. Ja. Das ist der Folge, Mann. Das hat was gebracht. Das Falsche bringt nichts. Okay. Schauen wir mal, was ist hier. Grüne Kräuter. Vanilleschoten. Mhm. Da laufen wir nochmal diesen lustigen Bach da entlang. Oder? Ist der halbwegs in der Richtung? Ja. Rückkopplungsschleife gestartet. Ja. Grüne Kräuter. Vanilleschote, gib mir eine Vanilleschote. Rücklauch. Braucht doch kein Mensch. Rückzug! Okay, was gibt's denn hier mittlerweile? Immer noch Platinerz. Hör das mal. Ah, hier komm. Mehr Lob! Was? Was willst du? Lebenspunkte erhöhen sich! Na, siehste? Blut gelaufen. Mhm. Reife Kräuter. Wo? Ah, da. Erhöhte Toxizität. Oh. Tick. Schwarze Pfefferkörner. Aha. Die kann man jetzt auch einsammeln. Ach, schwarz. Nee. Das gleiche. Nee. Gewürznelken. Rückzug! Na 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 na. So, wir da gerade zum. Ah, da ist vor allem ein Wegpunkt. Ja, da will ich hin. Da ist ein Speer. Was sagt der Speer? Erzähl mir was. Die Inquestur plant irgendetwas Schlimmes. Sie hat ein weiteres Forschungslabor im Süden eingerichtet, das regelmäßig Daten zu ihrem Hauptkomplex im Norden schickt. Der Orden der Gerüchte versucht, die Fortschritte der Inquestur im Süden zu bremsen, und jetzt versammeln sich alle drei Orden bei der Torheit des Galans im Norden, um gegen den Schmelztiegel der Ewigkeit zu marschieren. Eure Hilfe wäre sicher willkommen, falls ihr euch der Sache gewachsen fühlt. Der Schmelztiegel der Ewigkeit? Das ist mir ein wenig zu lang. Wie lange das dauert mit dem Schmelztiegel der Ewigkeit. Was ist denn das? Ein U-Boot? Er wird damit fahren. Er wird damit bum, 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 bum machen. Okay. Also. Grobe Richtung stimmt. Hoffentlich nicht noch mehr Unterwasserkämpfe. Was ist da? Was ist da? Was? Ah, die Schocken.
Da muss ich natürlich hin. Das ist ja klar. Sowas von klar. Komm ich nach hoch. Das schaut gut aus. Schau aus wie der Weg. Artischocke. Artischocken. Artischocken mag ich ja überhaupt nicht. Aber ja. Fürs Spiel. Was tue ich da nicht alles? Okay. Seid ihr Schalks? Oder nee, was? Was ist das? Riffschalk doch. Okay. Jawohl. Ab in die Instanz. Feuchte Arbeit. Oh, wow, 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 wow. Die Quest heißt Feuchte Arbeit und vor mir steht diese Nornfrau. Und wie sie winkt. Ja, ich hab dich schon gesehen. Gut, ein ehrliches Gesicht zu sehen. Schwierig. Ich weiß, dass die Lagos vollendete Assassinen sind, aber verfolgt habe ich noch keinen. Noch nicht mal einen gesehen. Sicher, das haben die wenigsten. Sie halten sich verborgen, bis sie bereit zum Zuschlagen sind. Und sie sind stolz auf eine effiziente Art des Tötens. Sie stellen mit möglichst gefährlichen Opfern ihren eigenen Wert unter Beweis. Sie würden gut nach Holbrook passen. Gern würde ich eines Tages an der Seite eines Lagos jagen. Doch bis dahin, wie sollen wir diese hier aufspüren? Indem wir der Spur ihrer Opfer folgen. Lagos planen immer schon den nächsten Mord. Such ihre jüngsten Opfer und du findest auch die Lagos. Mhm. Die letzten Lagos wurden in dieser Gegend im Süden gesichtet, in der Nähe des Unterwassermagmas. Unterwassermagma. Ihr steht im Weg. Verschwindet oder ich setze euch auf meine Liste. Verstanden, Hai. Wo ist er jetzt hin? Der Unterwasser-Lagos. Mal da runter. Schick. Schick schaut's aus. Da geht irgendwas. Komm, dann mischen wir mal mit. Vitalität wiederhergestellt. Rückkopplungsschleife gestartet. Was hat da drüben geblinkt? Er tut alle Haie aufdingsen. Das blinkt bestimmt da gleich. Da ist er. Geht, wenn euch euer Leben lieb ist. Jetzt. Na? Also gut, ihr habt meine Augen. Ihr seid eine Störung. Warum kann ich sowas nennt nicht spielen? Nennt euer Anliegen oder werdet das meine? Wir sind gekommen, um mit euch über den Kreid-Sklavenmeister zu sprechen. Wir brauchen die magische Kugel, die angeblich die Ohrverderbnis fernhält. Ihr sprecht klare Worte und verbergt eure Furcht gut. Doch euer Anliegen interessiert mich nicht. Ich brauche euch nicht. Die von meinem Volk sind Jäger wie ihr. Wir pirschen heran, wir lauern, wir töten. Stellt uns auf die Probe. Der Kommandeur und ich werden uns beweisen.
Eine Herausforderung. Also gut. Ich habe etwas Zeit vor dem nächsten Ziel. Meine aktuelle Beute ist das große Seeungeheuer in den Höhlen in der Nähe. Ehrt den Tethiusbund, der das Herz aller Lagos ist. Stellt es, tötet es, bringt mir Beweise. Dann sage ich euch, was ich über den Kreid weiß. Okay. Also, falls ihr euer Ziel erreicht, werde ich euch finden. Wie, falls wir das erreichen? Steht es jetzt zur Diskussion? Farbige Würfelkralle. Kämpf halt immer mit. Oder ist dir das zu blöd, ja? Mach's nicht. Ah ja, du bist doch ein schlechter Kämpfer. Und ja. Hey. Vitalität wiederhergestellt. Schlechtester Begleiter aller Zeiten. Das ist der Wahnsinn. Was haben wir jetzt da mitgezogen? Aha, hab ich. Also, du Todesengel, Wassertodesengel. Beeindruckend. Ich werde den großen Häusern diese Trophäe in eurem Namen zeigen. Ihr habt euch das Recht der Vorstellung verdient. Ich bin Sai al-Rashid. Nun, wie versprochen, die von euch gesuchte Kugel ist eine Legende, die nur die Tiefenbewohner kennen. Ihr Ursprung ist unbekannt, aber sie ist extrem mächtig. Sie mag eigene Gefahren mit sich bringen, aber sie neutralisiert den Einfluss des Drachen. Was die Kugel auch ist. Kein Toter erhebt sich in ihrer Nähe. Die Kreid transportieren sie ständig zwischen ihren größten Festungen hin und her, um die Wirkung zu maximieren. Mhm. Ich schlage einen Plan vor. Man brachte mich zum Sklavenmeister, als ich mich gefangen nehmen ließ. Wenn ihr es ebenso haltet, kommt ihr vielleicht an die Kugel. Ich würde sie lieber beim Transport stehlen, wenn sie angreifbar ist. Der Pakt muss Seitans Macht dringend zügeln. Wir stehen vor einer schwierigen Entscheidung, aber wenigstens kennen wir die Hintergründe. Danke für eure Hilfe, Sai al-Rashid. Mögen eure Schritte gnadenlos sein. Ja, sind sie immer, sind sie immer. Okay, sprich mich da wieder, wie ihr weiterverfahren wollt. Da, ab wieder. Euch zum Gruße. Ja, ich will mich
Ich will mich gefangen nehmen lassen. Wir sehen uns so. Okay. Eine Meister-Antisichel. Der Meister Holzfällerachs oder der Meister Spitzhacke. Dann nehmen wir die Meister-Antisichel. Und erledigt. Und Level up. Sehr schön. Raus. Okay. Wo geht's jetzt weiter? Ach, gleich hier. Und ich bin aber noch nicht so weit. Okay. Da warten wir dann noch eine Stufe ab. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis demnächst. Tschüss.